Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ja, Montagmorgen. Ich bin noch im Schlabberlook, habe gerade hier neu gesaugt. Und ich möchte mit euch die Powerbank, da hatte ich ein Vorunboxing gemacht. Da bin ich mir noch nicht schlüssig, ob ich das online schalten werde. Weil da war ich ein bisschen sehr deprimiert drauf. Wir packen das jetzt erstmal aus und gucken mal, was da alles drin ist. Ist aber nirgendwo festgeklebt, oder? Nö. Eigentlich sollte der doch irgendwie rausgehen. Och. Kruzifix-Token 1, ja. Jetzt aber. Ach. Ich habe sie mir extra in Weiß geholt. Von 1x1. Ist auch ein Heftchen mit bei. Leider alles in Englisch. Und ein USB-Kabel ist mit bei. Mal gucken. Guten Morgen. Okay. So. USB-Kabel ist mit bei. Der ist jetzt, sieht jetzt nicht recht lang aus. Ja, naja. Um zu laden in der Nähe vom PC oder so ist es okay. Ja, reicht aus eigentlich dafür. Und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. Ich werde es auch gleich nochmal testen. Und dann logischerweise in der nächsten Zeit auch weiter testen. Das ist wie gesagt jetzt erstmal nur der erste Eindruck. Und so sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt zwei normale USB. Einen kleinen USB zum Laden. Ein 1 Ampere und ein 2,1 Ampere USB. Sonst ist es ganz clean. Wir haben so ein bisschen Muster drauf auf der Rückseite. Na, Muster nicht, aber so Linien. Und vorne auch. Und dann haben wir hier praktisch unser Display. Und ja, da wollen wir das mal gucken, wie wir das jetzt ankriegen. Hat das einen Knopf, wie wir das anmachen können? Oder geht das? Ah, hier an der Seite ist ein Knopf. Da können wir das anmachen. Das muss ich hier gedrückt halten, oder? Ja, hier gedrückt halten. 100% voll steht da. Kann man auch sehr gut ablesen, das Display. Ja. Jetzt mache ich einfach mal hier an den USB jetzt mein Handy ran. Zack. Und es lädt auch. Kann man das da oben sehen? Den Balken, ja. Ich habe meinen Hintergrund ein bisschen geändert. Und hier können wir jetzt auch sehen, dass es immer noch bei 100% ist. Und was steht da? 5 Volt, 2,1 Ampere. Also er erkennt auch, welchen USB ich da angeschlossen habe. Jetzt nehme ich den einfach mal ab und mache an den anderen ran. Ja, da steht dann 1 Ampere. Die Steckverbindung vom USB ist auch schön fest, also geht nicht einfach mal raus. Was ich halt sehr gut finde mit dieser gummierten Oberfläche, dass die jetzt hier so ein bisschen hoch ist, seht ihr das? Ja. Da kann man das jetzt auch jederzeit einfach so sein Handy rauflegen und laden und dann nimmt das halt wenig Platz weg, den Kabel hier irgendwo beiseite und dann lässt man das auf dem Tisch liegen und dann lädt das halt, während man bei Freunden ist oder so, wenn der Akku gerade mal runter ist. Und man kann halt trotzdem noch alles machen. Jetzt ist es hier schon runter auf 99%. Kann man das sehen? Ja. Und
Nee, hier ist definitiv kein nerviges Piepen. Ich hatte ja schon mal so eine Powerbank und die hat so ein nerviges Piepen gehabt. Das ist jetzt hier nicht, Gott sei Dank. Und wir haben hier 10.000 mA. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Bin jetzt bei 98%. Ich lasse jetzt mal mein Handy hier dran und lade das jetzt mal hier so nebenbei. Und bin mal gespannt. Das Heftchen werde ich mir auch mal bereitpacken. Das andere kann ich alles weghauen. Das brauche ich jetzt so in der Form jetzt nicht mehr. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich jetzt in der nächsten Zeit verhält. Ich werde jetzt einfach mal die nächste Zeit testen. Ja. Aber so bin ich schon mal sehr zufrieden, dass dieses nervige Piepton, das hat mich bei dem anderen Ding, hat mich dieser nervige Piepton genervt. Weil wenn du das ladest und dann hier auf dem Tisch hast und gleichzeitig ein Video machst oder bei Freunden bist und du sitzt da am Tisch, am Kaffeetisch und du quatscht und Handy alle und du machst da ran und die ganze Zeit, das ist nervig, das geht eben tierisch auf den Puffer. Das ist hier Gott sei Dank nicht. Ja, USB-Kabel ist auch gleich mit bei, den kann man dann immer mitnehmen zum Laden des Geräts an sich oder halt, wenn man da was anschließt, also zum Laden der Powerbank oder halt zum Laden vom Handy, einfach umgesteckt und dann passt das schon. Man kann auch zwei Geräte gleichzeitig laden, das ist auch kein Problem. Ja, dann wartet jetzt soweit. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ach so, ganz vergessen. Der Danny, der hat ja auch mal einen Dampferkanal gehabt. Der hat auch den Danny zeigt Kanal, den werde ich euch unten in die Videobeschreibung posten. Also mit reinpacken, da könnt ihr ja auch mal vorbeigucken. Er macht das beim Video auch von mir, also von sich. Dass er mich da verlinkt, sozusagen. Ja, wollen wir halt mal so ein bisschen testen. Und guckt mal rein. Ich bin erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.